Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute einen total süßen und schnuckeligen Schokoladenkuchen. Und zwar zeige ich euch einen Osterhasen-Schokoladenkuchen. Und zwar, da hat sich der Osterhase in dem Kuchen versteckt. Viel Spaß! Dafür brauchen wir zwei Teige. Und zwar brauchen wir einmal einen hellen Teig. Und dafür braucht ihr 5 Eiweiß, 50 Gramm Zucker, 220 Gramm weiche Butter, 70 Gramm Zucker, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 5 Eigelbe, 200 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver. Dann für den dunklen Teig braucht ihr 5 Eiweiß, 50 Gramm Zucker, 220 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker nochmal, 5 Eigelbe, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 100 Gramm Zartbitterschokolade, 2 Esslöffel Backkakao, 200 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und dann noch für die Verzierung 250 Gramm Schokoladenglasur, Schokohasendekor, dann hatte ich noch Schokoladenkarotten und so 50 Gramm Kakaonibs. Und dann braucht ihr ja noch so einen süßen Hasenausstecher. Wo ihr den herbekommt, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, los geht's. Wir fangen mit dem hellen Teig an. Und zwar ist das ein heller Rührteig. Dazu gebt ihr das Eiweiß in eine Schüssel, schlagt das kurz auf und dann kommen 50 Gramm Zucker dazu. Und das müsst ihr jetzt steif schlagen. Wenn es steif ist, kurz zur Seite stellen, dann geht es nämlich weiter mit den restlichen Zutaten. Und zwar habe ich hier meine weiche Butter, die sollte Zimmertemperatur haben. Die schlage ich kurz auf. Da kommen jetzt 70 Gramm Zucker noch mit hinein und der Teelöffel Vanilleextrakt. Wer kein Vanilleextrakt hat, kann auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen oder ihr lässt es einfach weg. Ja, wenn alles schön verbunden ist, dann kommen nach und nach die Eigelbe dazu. Also eins rein, verrühren und immer so weiter, bis die ganzen Eier verarbeitet sind. Wenn die Eier im Teig verarbeitet sind, kommt dann nach und nach das Mehl dazu. Da habe ich versucht, das hineinzukippen, so stückchenweise, aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich doch noch einen Löffel genommen und habe es nach und nach hineingegeben. Und bitte das Backpulver noch nicht. Wundert euch nicht, das wird ein bisschen fest. Ihr braucht da keine Milch dazugeben, denn da kommt dann noch der Eischnee mit hinein. Und hier habe ich jetzt noch mein Backpulver dazugegeben. Kurz durchrühren und dann ist das auch soweit fertig. Jetzt brauche ich meinen Eischnee und der kommt da mit hinein. Hier habe ich noch kurz mit dem Teigschaber durchgerührt, weil manchmal bleibt da doch unten was kleben. Und ja, ist mir auch ganz sinnvoll manchmal. Ja, jetzt kommt der Eischnee. Einfach da mit hineingeben. Ihr seht, ich lasse die Schüssel auf meiner Küchenmaschine, denn ich benutze dann nochmal den Schneebesen und rühre das Ganze da hinein. Ich finde es einfacher, als wie reingeben und dann mit dem Teigschaber. Ich muss zwar jetzt, wie man hier sieht, nochmal mit dem Teigschaber kurz durch, aber ich finde es einfach einfacher. Aber wer es anders machen möchte, gleich unterheben, kann es auch so machen. So, mein heller Teig ist soweit fertig. Jetzt braucht ihr ein Backblech, ein ganz normales Backblech von eurem Ofen. Jetzt legt ihr mit Backpapier aus. Da kommt jetzt der Rührteig drauf und er wird dann schön gleichmäßig verstrichen. Also er sollte schon so gut, ich würde mal sagen, 1 cm hoch sein. Ist ein bisschen schwierig, weil das ist ja ein schwerer Teig und das klebt manchmal so blöd am Backpapier. Ja, hier ist er. Der darf jetzt bei 175 Gramm Ober- und Unterhitze für gute 20 Minuten backen. Und nach dem Backen sah es so aus. Der muss jetzt auskühlen. Das geht sehr schnell. Da können wir auch mit dem anderen Teig gleich weitermachen. Und zwar der dunkle Rührkuchenteig. Der geht genauso wie der helle. Einfach das Eiweiß in eine Schüssel geben, kurz aufschlagen, den Zucker mit hineinrieseln lassen. Das waren auch 50 Gramm. Und das Ganze steif schlagen. Wenn es steif ist, kurz zur Seite stellen und dann geht es weiter wieder mit der weichen Butter. Einfach kurz aufschlagen, den Zucker dazugeben und das Vanilleextrakt. Auch hier könnt ihr Vanillezucker nehmen oder eben weglassen. Dient einfach nur dazu, dass es alles ein bisschen vanilliger schmeckt. Ja, wenn alles schön verbunden ist, dann kommen auch hier nach und nach die Eigelbe dazu. Einfach ein Ei rein, verrühren, rein, verrühren und immer so weiter, bis die ganzen Eier verarbeitet sind. Und jetzt kommt auch hier nach und nach mein Mehl dazu. Da habe ich es gleich richtig gemacht.
schön vermengen. Und dann gebe ich den Backkakao dazu. Und dann kommen noch 100 Gramm Schokolade dazu. Das war ganz normale Tafelschokolade. Einfach klein hobeln und mit in den Teig hineingeben. Also ihr müsst nicht vorher schmelzen. Und dann kommt auch hier noch mein Backpulver dazu. Alles gut verrühren. Das ist natürlich ein bisschen fester, aber das macht nichts, denn hier gebe ich auch meinen Eischnee mit hinein und mache das genauso wie beim hellen Teig. Ich habe das am Anfang mit dem Schneebesen verrührt und dann auch noch mal mit dem Teigschaber. Das sieht irgendwie so aus, als würde es nicht funktionieren, aber es funktioniert. Und hier dann noch mal kurz mit dem Teigschaber. Also ich muss sagen, der dunkle Teig war ein bisschen widerspätziger. Also da musste ich schon ein bisschen besser mit dem Teigschaber noch mal durch. Ja, da stelle ich kurz zur Seite. Dann hole ich meinen hellen Teig wieder. Hier habe ich jetzt mein Häschen. Und da steche ich mir jetzt ganz viele Häschen aus. Also ganz einfach. Ja, Ausstecher nehmen, auf den Teig legen, draufdrücken, zack, bums, raus. Ja, und das macht er mit dem ganzen Teich, mit dem ganzen Boden. Ich brauchte nicht so viele Häschen, wie ich da rausbekommen habe, aber ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch, denn man kann die auch so noch verzieren, vielleicht in Schokolade tauchen, die wo übrig bleiben und dann, ja, essen. So sah das Ganze aus. Hier ist meine ganze Hasenschar. Ich habe sie einfach auf die Seite gelegt, ohne Teller. Ja, dann braucht ihr eine Kastenform. Meine hatte jetzt hier eine Länge von 22 cm. Das langt vollkommen. Die müsst ihr entweder ausfetten oder wie ich mit Backtrennspray besprühen. Das ist so ein schwieriges Wort. Ich tue mich da total schwer, das auszusprechen. Dann brauche ich meinen braunen Teig, also den Schokoladenteig. Da gebe ich ein bisschen was auf den Boden. Das müsst ihr machen, damit eure Häschen stehen bleiben. So ein bisschen drauf. Und dann schön nebeneinander die Häschen platzieren, und zwar in der Mitte und nicht direkt am Rand, also von vorne oder hinten am Kasten. Und schaut auch, dass sie gleich hoch sind, und steckt sie schon etwas tiefer hinein, denn sonst wird es zu hoch. Dann kann es passieren, dass der Teig nicht langt. Ja, und jetzt kommt der restliche Teig noch außen herum. Ich habe es jetzt mit dem Löffel gemacht. Ihr könnt auch einen Spritzbeutel nehmen. Ich glaube nämlich sogar fast, dass es mit dem Spritzbeutel einfacher ist. Aber ja, ich habe es jetzt nicht gemacht. Geht auch. Aber ich glaube, Spritzbeutel ist einfach. Also jetzt einfach den ganzen Teig auf die Häschen verteilen. Müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht so auch ziehen, wie man das jetzt sagen kann, damit die Häschen auch sich nicht verrutschen. So, einfach drauf. Dann noch schön gleichmäßig verstreichen. Da bitte auch aufpassen, dass sie nicht zerreißen. Und man sieht jetzt, dass in der Mitte so eine Kuppel ist, ist in Ordnung, der Teig geht eh nach oben. Dann darf der bei 175 Grad 60 Minuten backen. Nach dem Backen sah es so aus. Also ich konnte ihn gleich herausstürzen. Wer sich das nicht traut, lasst ihn in der Kastenform auskühlen. Das ist auch vollkommen okay. Meiner ist jetzt kühl. Dann geht es weiter mit der Verzierung. Das geht mega einfach. Und zwar hatte ich hier solche Schokoladenhäschen. Die gibt es in jedem etwas größeren Supermarkt. Unten in der Infobox verlinke ich euch, wo ihr sie herbekommt. Und das sind diese Kakaonips. Also die nehme ich eigentlich auch sehr gern. Da spart man sich das Raspeln und es ist auch noch, ja, nicht ganz so zuckrig. Hier habe ich meine Schokoglasur. Die habe ich natürlich nach Backungsanleitung geschmolzen und die kommt jetzt einfach oben drauf. Wer mag, kann den Kuchen komplett eindecken. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, dass komplett oben alles voller Schokolade ist. Und die hier war richtig gut. Also die war so richtig schön dickflüssig und lief auch gar nicht so stark herunter. Das Ganze kurz anziehen lassen und dann die Schokonips. Kakaonips, ich sage immer Schokonips. Kakaonips sind es. drauf verteilen. Ich habe da schon ordentlich drauf gestreut. Ja, und dann könnt ihr noch verzieren. Ich habe jetzt hier versetzt meine Häschen und dann noch meine Schokoladenkarotten. Die hatte ich noch von der anderen Torte übrig, also konnte ich sie gleich verarbeiten, Reste verarbeiten. Und so sah dann mein Kuchen aus. Schlicht, einfach, trotzdem total goldig, finde ich. Und zu Ostern perfekt. Ja, und
Der Knaller ist halt dann, keiner weiß, was da drunter sich versteckt. Wenn man ihn dann anschneidet, kommt dann so ein süßes, kleines Häschen zum Vorschein. Wie hier. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Wunderschöne Ostern und bis demnächst. Tschüss.